Telltale Games präsentiert. Boah, das ist auch ein langes Intro, 26 Minuten. In Zusammenarbeit mit Mojang. Can we go any faster? Not unless you have a minecart. Where's Axel when you need him? Und wieder Minecraft Story Mode. Brad Kane and Brian Fryermuth. Graham Ross. Mark Hamer. Hamer. Keep going, everyone. Onward. That's really not necessary. I'm just trying to be encouraging. Jeff Parrott. Chef Papagei. Chef Sir. Jason Pike. Schläft er ein gleich. Und es geht weiter und weiter und weiter. Verdammt lang. Und wirklich am entlegensten Ort, den es geben kann. Auf der normalen Welt. Aber wir haben es ja schon einmal geschafft, also werden wir es nochmal schaffen. My rear end is profoundly sore. Feels like we've been riding forever. I am telling you, we cannot go to the far lands. They're not just the edge of our world, but the limits of our comprehension. Oh please, the far lands are a happy accident. Nature's way of keeping life interesting. No, no, no. They are perilous and unpredictable. Perlin noise, floating points. These are not matters to be toyed with. Hold on. Back up. What exactly are the Farlands? Are you being serious? The Farlands lie at the very edge of all things, where logic gives way to chaos. They're a dangerous place to visit, and a ridiculous place to construct a laboratory. Just wait until you see it. Do those two never stop arguing? I don't know. I'm too hungry to care. No kidding. I'm starving. Maybe we should turn back? This isn't the time. Swamps are too dangerous. You never know what might be lurking around. What was that? My stomach. Guys, we can't turn back now. Not after coming so far. Fine, but I'm taking a break. So am I. We mustn't linger long. The far lands are just beyond this swamp. So this could be our last chance to find food? Sie hat ja nicht so großen Hunger, das heißt, wir können sie ruhig das nehmen lassen und den anderen halt geben. Potato? You're coming with me. It's not much, but it'll help. Da haben wir noch eine? Wieder nehmen. Habt selbst gesehen, ich habe nehmen gedrückt, wenn es das jetzt ist. Like they say,
Two potatoes is better than one. I think they say that. Hey, Jesse, have you found any food? I should probably take what I have back to the group. Mach ich. Wie du sagst. Oh, da ist auch ein Kuchen. Ah, die Hexen. Nein, die lassen wir. Das sind Hexen. Warum das da dabei steht, sonst hätte ich das erkundet. Wo geht's denn darauf zu ihnen? Sind aber von da gekommen. Geht's denn darauf? Wo sind die? Ich will nicht zu der Hexenhütte. Witches hate trespassers. Besides, there are plenty of potatoes around. Is that a witch? Jesse, we shouldn't be here. Witches are very strong. And they know these swamps far better than I. Let's get out of here. Good idea. Guys! Jesse! Did you find any food? Actually, yeah. Some potatoes. But it'll have to wait. There's a witch nearby. We saw her creeping through the swamp and... She's here! Oh, no, you don't. Watch out for her potions! Whoa. No, skeletons! Witches and skeletons? That's a deadly combination. Her potions combined with their arrows? Oh, we'll all be killed. We need to distract them and get out of here. Fine, but how? The rest of you, go! I'll hold them off. What? Ivor, no! There's no time to argue. Just head for the corner of the glitch wall. The what wall? Hey, you witch! You're not the only one who can throw a potion! Come on! Hold on to your potatoes! Ah, zur Glitch Wall. Kenn ich natürlich. Guys, I think we lost Ember. Wow. You lost him for wow? What is that? Oh, wow. The glitch wall. It's like we're at the edge of the world. Actually, we seem to be at the corner of it. Welcome to the far lands, my friend. I'd feel a lot better about going into this crazy wall thingy if I wasn't still hungry. But at least Jesse found those potatoes. That might be the saddest sentence ever uttered. Quite a sight, isn't it? Stretching skyward in all its glory, like a monument to chaos itself. Soren, have you been here before? Not here specifically, but I have visited the Far Lands. The Order traveled far and wide during our heyday. Incredible. You can say that again. Incredible. My fault. Should have seen that coming. Doesn't seem as scary as I imagined it. A little fear is healthy sometimes, Jesse. Whatever Ivor's hiding in here, it will be extremely well guarded. This way, I suspect.
I'd feel better about this if the rest of our group was with us. Come on. Is this a maze? It would appear so. A massive one from the looks of it. If Ivor used the command block to build this, it could hold unspeakable peril. Why do I sense that entering this so-called maze would be a grave mistake? Because some part of you still knows Ivor. Unfortunately, this seems to be the only way forward. There has to be another way. A secret door, or I don't know. There's no way we're going into some crazy maze that Ivor built to keep people away. We'll find some other way through. Best decision you've made all day. Warum darfst du eigentlich immer entscheiden? Ivor needs to take better care of this place. We can probably climb these. Everyone, on guard! There's too many! We can't fight them all! Okay. Müssen aber. Guys, climb the vines! Schnell! Well, that worked, I suppose. Yeah, I guess. But now what do we do? We're all separated. Let's just head that way and find a place where the paths connect. Sure hope they don't get lost in there. I hope I don't get lost in there. Halt die Umschalttaste, um schneller zu gehen. Ich gehe lieber langsam und bin sicher. Da ist es aus. Warum gehen die unten? Was? Warum gehen die unten? Die gehen ernsthaft da unten. Warum? Kann ich da rechts weitergehen? Ich kann links weitergehen. Hab ich ganz vergessen. Oh. Lol. Sie geht für mich. Oder gehst du halt links? Sie hat es trotzdem geschafft, wahrscheinlich, richtig? I first met Reuben near a waterfall like this. Hope the little guy's okay. Gut. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall durchfinden. Ich möchte euch ein bisschen mehr unterhalten mit dem, was ich spreche. Aber ich bin gerade so konzentriert und eigentlich auch wieder ein bisschen müde, weil das Spiel strengt, muss ich sagen, an. Mit den Quicktime-Events, die mich total überfordern. Es bin nicht nur ich, der so schlecht da drin ist. Okay, da ist es aus. Geht's nicht weiter. Ah. Deswegen tut's auch da nicht hinzoomen. Es ist ein bisschen blöd gemacht, weil da weiß jeder, es geht nicht anders. Warum hast du solche Schlierer drin? Warum? Das könnte doch auch anders gehen. Warte mal. Ich möchte mal das Mikro noch ein bisschen herholen. So. Hoffe, diese Geräusche haben euch nicht gestört. Zumindest nicht allzu sehr. Da ist auch raus. Oh nein, ist es nicht. Genau schauen, Mario. Ein Stück noch weiter. Okay, ich muss wesentlich lauter sein und muss mich mehr aufsetzen. So. Gut. Gehen wir davor. Wir kommen schon irgendwie raus. Ich hoffe, ich habe den richtigen Weg gewählt. Wenn nicht, müssen wir das Ganze wieder zurück.
Ich weiß, ob es ein Irrgarten oder ein Labyrinth ist. Ist da vorne etwas? Also da geht schon die Kamera nicht mit. Da geht sie eindeutig mit. Okay. Hey, that must be Ivor's lab. Wish it was a little closer. Ist da vorne was? Da ist aus. Na dann, gehen wir noch ein bisschen rüber. Auch da ist es aus. Vielleicht geht's da zurück. So. Weiter zurück ist eigentlich schlecht. Da ist es aus. Mal da rein. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Irrgarten und einem Labyrinth? Ein Labyrinth hat nur einen richtigen Weg. Ein Irrgarten kann mehrere haben. Das heißt, ein Labyrinth endet immer, da enden die Nebenwege immer bald. It's weirder and weirder. Ist viel schlimmer als Sorens Ding. Da möchte ich ehrlich gesagt an den Rand, dass das Bild nicht so versaut ist. Immer mit der Maus. Das ist eine Riesenmaus. Könnte man eigentlich auch ausblenden. Oh. Los! Geh weg von mir! Schwind! Okay. To be kidding me. Ah. Oh gut, jetzt haben wir nur mehr. Da geht's nicht weiter. Nein. Dann müssen wir da wohl wieder zurück. Ich hoffe, das geht. Das Problem ist nämlich, wenn es ein Labyrinth ist, wie sie alle sagen. Wobei ich nicht sicher weiß, ob die auch den Unterschied wissen. Dann kann es sein, dass wir jetzt gerade den ganz falschen Weg gehen und sofort einen anderen gehen müssen. Ich möchte darüber. Genau. Ich glaube, da geht's weiter. Ich hoffe es. Schönes Geräusch. Ich mag Wasserfallgeräusche. Ah, oh, blöde Hexe. Ich hab E drückt. Also wir gehen auf jeden Fall richtig. So wie ich das sehe. Jetzt sehe ich auch ein bisschen den Weg, das heißt, es funktioniert auf jeden Fall besser. So. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Dienstag. Wird schon weit fortgeschritten sein, die Zeit, weil ich spiele da gerade so weit im Voraus. Es werden viele Folgen werden. Seit der Episode, also seit wann spiele ich jetzt schon in dieser einen Aufnahme? Weiß ich jetzt gar nicht, aber Episode 2 und 3 mindestens schon, nur in dieser Aufnahme. Also ich glaube Anfang Episode 2. Da ist es aus. Es ist tatsächlich aus. Wir können das Ganze wieder zurückgehen. Aber runterfahren kann ich eh nicht, okay. Dann können wir das wesentlich schneller machen. Wäre auch blöd, wenn ich das nicht machen würde. So. Also, die Charaktere, soweit ich das jetzt verstanden habe, heißen alle Jesse.
ob männlich oder weiblich. Deswegen haben sie auch den Namen Jesse genommen, weil der anscheinend für Männer, also für, sowohl für männlich als auch weiblich geht. So. Da geht's nicht weiter. Okay. Interessant. Schauen wir, ob es da weitergeht. Und da müssten wir jetzt nach rechts, theoretisch, oder wie? Nein, müssen wir nicht. Sondern wir müssen schon früher irgendwo anders abbiegen. Boah, als hätte ich mir das jetzt gemerkt. Ah, ich will da rüber. Nicht ewig in diesem Labyrinth gefangen sein. Mit dieser Fahrstuhlmusik. Geht's da vielleicht weiter? Nein, da ist schon aus, das sehe ich. Die Wände müssten ja theoretisch gar nicht alle verbunden sein. Da geht's nicht vor. Umdrehen. Los. Schaffen das. Da geht's nicht drüber. Ach, jetzt müssen wir das alles wieder zurückgehen. Haben wir irgendwo wahrscheinlich eine falsche Entscheidung getroffen. Und schon ist es aus. Davor vielleicht? Da vorne ist sie auch aus. Ah, Shift-Dings ist anhalten. Okay. Da ist ja nichts. Da geht's ja nicht weiter. Naja. Schauen wir da nach rechts. Da scheint's gut zu sein. Gehen wir da schon? Ja, die Kamera verfolgt's. Das heißt, aber nicht stark genug. Da ist es auch aus. Ja. Okay. Dann gehen wir halt da weiter nach rechts. Aber ich glaube, das ist jetzt ein guter Weg. Ich hoffe es. Ich habe nichts gesagt. Ich habe ehrlich nichts gesagt. So, dann verfolgen wir halt den Weg. Auch okay. Aber wie gesagt, was ist? Die Wände müssen nicht alle durchgehen. Oder muss das sein? Muss sich das ausgehen, dass auch wenn es einen Weg durchgibt, auch eine Wand durchgehen muss? Da ist es aus. Okay, da ist es aus. Oh, es ist so kompliziert. Wir bewegen uns gerade wieder so weit weg von dem eigentlich. Anscheinend, wahrscheinlich gehen wir ganz hinten herum dann wieder hin. Schön. Gehen wir mal den Weg. Der ist aus. Ach ja, wenigstens sind es nicht so lange Wege, die uns verwirren. Also einmal haben wir es schon gehabt, da war es sehr lange. Los. Okay. Schauen wir mal. Aus. Warum können wir jetzt auf einmal nicht mehr springen? Oh, vier Wegentscheidung. Kein Trivium. Eigentlich eine drei Wegentscheidung war das. Auch aus. Entschuldigung. Gibt's hier einen Ausweg? Da geht's ja auch nicht. Wo habe ich mich nur falsch entschieden? Das ist schon wieder lang her. Wo es gegangen ist, dass ich mich falsch entschieden habe. Oh, ich will das nicht. Oder soll ich da weitergehen? Das ist wahrscheinlich gleich raus. Ja. Ich will das nicht.
will nicht so lange durch ein Labyrinth ratschen. Wahrscheinlich ist es so einfach, aber nein, ich check's immer nicht. Ich glaube, da sind wir herkommen. Das heißt, wir müssen so gehen. Da ist es aus. Alter, was bringt uns das? Da ist auch aus. Jetzt habe ich gerade so Lust gehabt, da durchzugehen. Oder das zu schaffen, das Spiel. Aber nein, jetzt hat es mir gerade irgendwie Lust verdorben. Ich meine, ich will weiter spielen natürlich. Ich finde das voll cool, das Spiel. Aber diese Passage tut mir gerade irgendwie... Das macht mir überhaupt keinen Spaß. I think it's safe to say the Farlands are strange. Ach, das ist da. Nein, da geht's sogar durch. Ah, nein, da geht's nicht durch. Und da auch nicht. Bin ich vielleicht doch richtig gegangen? Ich weiß es nicht mal. Da war jetzt eine Wegentscheidung, wo ich nicht sicher weiß, ob ich jetzt richtig gehe. Kommen wir wieder zu der Dings zurück. Ich glaube schon, dass wir richtig waren. Zuerst, weil wir haben die Leute die ganze Zeit gesehen, dass und die Hexe ist aufgetaucht. Das wäre nicht passiert, wenn wir den falschen Weg gegangen wären. Und wie gesagt, es gibt nur einen sicheren, richtigen Weg. Es wird schon sicher ein Labyrinth sein. Wahrscheinlich gleich aus, da vorne. Schau mal. Nein, da geht's weiter. Tatsächlich. Jetzt ist aus. Und da wahrscheinlich auch. Oder nicht? Wow. Geht einmal geradeaus, so lange bis mich aufhalten. Nein, ist nichts. Schau mal. Wow, ich hoffe nicht, dass jetzt da aus ist. Nein, ist es nicht. Aber halb so schlimm. Ich weiß noch nicht, ob wir den Weg schon gegangen sind. Okay. Da geht's nicht. Die werden mich schon suchen und warten. Und gut. Aber das sind immer so helle Spots. Ich glaube, das zeigt uns auch, dass es richtig ist. Wo wir gerade gehen. Warum sind die eigentlich unten alle und nicht auch mit mir oben? Weil die sind ja oben gestanden. Ist wahrscheinlich leichter als unten durchzugehen. Ha, ich wusste es. Ah! Geht schon nicht weiter. Das heißt, die erste Abzweigung, die möglich ist, nehmen wir wieder. Das ist die beste Taktik. Einfach an den Weg gehen. Musst du dir halt merken, welcher Weg der richtige oder welcher nicht gegangen ist. So. Da vielleicht rechts. Nein, da ist es noch nicht gegangen. Nein. Das weiß ich jetzt wieder. So schlechtes Gedächtnis habe ich ja nicht, nur ja, ich vertraue nicht immer darauf, muss ich zugeben. Skepsis, meine Leute, Skepsis. Philosophie. Oh, oh, oh. Jesse, muss doch rausfinden. Eigentlich habe ich ja auch in echt eine Jessie. Aber ist recht nett.
Wer weiß, vielleicht schaut sie sich das... Nein, so schaut sie sich das sicher nicht an, wenn ich da ganz Zeit im Verkehr Kreis rein... Es fühlt eh rundherum. Jetzt werde ich müde auch noch. Schauen wir mal. Es wird eine einzige Labyrinthfolge. Vielleicht tue ich die auch ein bisschen schneller schneiden. So, ab jetzt. Jetzt hat gerade die Einrichtungsfunktion angesprochen. Ich hoffe, es nimmt noch immer auf. Ja, es tut's. Weiter geht's im Schnelldurchlauf. Wo gehe ich da hin? Nein, Leute, ich pack das halt nicht mehr. Ganz ehrlich, ich pack das nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt noch hingehen soll. Warum können wir nicht springen? Jesse, kannst doch schon springen. Jetzt gehen wir da wieder. Kommen wir auch nicht weiter. Vielleicht waren wir da schon. Ja, waren wir. Kann da nur zu sagen. Einen Versuch gebe ich dir noch. Wenn du jetzt noch irgendwo anrennst, dann ist es aus. Der hat noch nicht gegolten, ich habe noch gesprochen. So. Ich will das schaffen. Nächstes Mal geht es mal genauso. Ich fühle mich das aufregt. Oh, lol. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir gedacht hätte. Gibt's keins in der Nähe, kein Trigger. Drehen wir doch wieder denselben Weg wie zuerst. Oh. Bin viel zu müde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in der nächsten Aufnahme zu Minecraft Story Mode. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag, Nachmittag, Abend, je nachdem wann ihr das schaut. Und wir sehen uns spätestens morgen wieder bei irgendeinem interessanten Story Game. Übermorgen bei irgendeinem Together Game, wenn wir eins haben. Und übermorgen dann beim Freitag Spezial mit TTT bzw. GTA. Danke fürs Zusehen und schöne Woche euch noch. Tschüss!